So, und herzlich willkommen zurück. So, ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich sofort drum kümmern. Zu Let's Play Dayland. Hier ist die Yuki. Und hier sind wieder ein paar Monster. Schlimm finde ich die Monster jetzt eigentlich nicht. Aber ich denke mal, ich habe heute einiges zu tun. Hier in dieser Aufnahme, da wollen wir, da würde ich gerne ein bisschen weiterkommen. Erstens, die Yuki braucht noch einen Kuchen. Da machen wir uns gleich nochmal einen kleinen Überblick. Das bedeutet, die Quests laufen jetzt am Stück, weil wir jetzt nicht mehr gebreakt sind. Das ist eigentlich ganz cool. So, wo ist der denn? Oh, bei. Na, die machen uns aber ganz schön zu schaffen. Yuki, du könntest mir mal helfen, Mädchen. So, warte mal, ich habe da noch einen Heiltrank. Wunderbar. So, wo steht die Kleine dann jetzt? Hier. Ich möchte einen Melonenmilchshake. Alles klar, wollen wir mal gucken, ob wir ihren Melonenmilchshake hinkriegen können. Das war nämlich das, was ich beim letzten Mal Probleme hatte, weil ich alle Melonen irgendwie vergeigt hatte. Leute, hatte die Wassermelonen irgendwie alle in Heiltränke umgewandelt. Und dann hatte ich keine mehr übrig. So, Bomb braucht auch Essen. Schnell, Akku, bring die Karotten. Marme, Akku, hier passiert gar nichts. Dein Planet ist so langweilig. Ich gehe los. Kümmere dich um Bomb, solange ich nicht da bin. Toll. Gut. Wir haben die Yuki abgeschlossen. Okay, wir haben die Yetis abgeschlossen. Wir haben Yuki abgeschlossen. Und die hat jetzt ihr Haustier einfach bei uns gelassen, weil es ihr zu langweilig wurde. Das ist unglaublich. Erst hat sie sich uns aufgedrängt und wusste nicht. Wir konnten nichts dazu sagen und jetzt hat sie keine Lust. Na gut. So, jetzt geht es hier auch weiter. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, du hast ein paar Steine aus der Mine. Okay. Akko, was machst du? Nichts, ich sehe nur auf deinen Anker. Hau ab, los! Ja, gut. Was hast du sonst noch? Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Kannst auch nichts kaufen. Kann ich hier was verkaufen? Aktuell? Nö, eigentlich nicht. Der hat alle. Wir haben alles, was wir brauchen. So. Wir haben jetzt hier nicht nur Hühnchen und Schafe. Wir haben jetzt auch hier dieses kleine Eichhörnchen. Machen wir erstmal hier alles fertig. Wunderbar, das läuft jetzt sehr, sehr schnell. Ich muss mal gucken, wie schnell das noch läuft. Bom, wo bitte? Da ist Bom. Die verfolgt uns jetzt die ganze Zeit. Ansonsten abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Die Lilly rufen wir jetzt gleich. Dann kann die uns helfen. Und dann können wir auch mit dem Zauberer weiterkommen. Das ist super. Jetzt müssen wir aber nur warten, bis der Goliath weg ist. Habe ich noch irgendwelches Saatgut für die Blumenkästen? Baumwolle. Nö, gut, dann lasse ich die einfach mal. Stimmt, da war ja was. Deswegen will ich jetzt auch noch kein großes Dingsbums machen. Im Sinne von... Warte mal, ich glaube, ich brauche noch ein... Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie was machen kann. Ich glaube, ich brauche noch Gold und Silber. Barren, das könnte problematisch werden. Na, ich habe ja noch 2 Goldbarren. Das ist okay, das ist okay. Super, und Silber kriege ich sowieso. Also entweder ist das komisch, dass wir die Seite nicht haben. Oder ist es komisch, dass wir das nicht benutzen können. Es könnte natürlich die fehlende Seite sein, die ich einfach aus irgendwelchen Gründen hier nicht einfügen kann. Vielleicht muss ich die jemanden verkaufen. So, jetzt machen wir aber mal hier weiter. Ist ja gut, Bomb. Ich muss sagen, es wird echt lebendig hier. Ist auch schön. Ist auch schön. So, die Yuki ist jetzt weg. Das ist gut. Wir müssen nicht mehr kochen für sie. Jetzt kommt die Lilly an. Mit der sprechen wir. Ich habe alle Zutaten für dich, um das Gegenmittel herzustellen. Super, schau zu, während ich den Trank braue, damit du lernst, wie es geht.
Mit jedem Tag, der vergeht, bist du besser vorbereitet. Jetzt kann ich dir einen sehr nützlichen Naturzauber beibringen. Ein neuer Zauberspruch. Wozu dient er? Das ist eine Überraschung. Zuerst brauchst du einen besonderen Stab, der dir ermöglicht, die Magie des Elements des Lebens zu steuern. Um ihn herzustellen, musst du einige wertvolle Materialien sammeln. Stelle den Stab des Lebens her und schon bald wirst du einen neuen Zauberspruch kontrollieren können. Gut. Ich glaube auch, dass auch Hühnchen jetzt aber... Schmiede! Silber. Wir brauchen noch Silber. Können wir Silber machen? Nein, können wir nicht. Dazu fehlt uns ein Silbererz. Super, herrlich. Wunderbar. Oh, das Spiel meint es heute echt gut mit uns. So. So, dann muss ich den nämlich nicht nochmal rufen. Frosch, du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Ja, das ist ganz cool, weil jetzt können wir hier Froschzauber machen. Das bedeutet, wir können Gegner in Frösche verwandeln. Der Zauber verwandelt die Feinde in Frösche. Ja, es ist ein sehr mächtiger Zauber. Du musst lernen, ihn weise einzusetzen. Er funktioniert zwar nicht immer, aber meistens, wenn das Monster bereits schwach ist. Okay, das werde ich nicht vergessen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir. Ich kann dir noch ein paar Blumen verkaufen. Ich will nicht alle verkaufen, aber ein paar. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke mal, wenn ich noch 3 Blumen von allem habe, dann reicht das. Nee. Ja, jetzt habe ich sie doch alle verkauft. Na gut, macht aber nichts. Wir können ja wieder neue Sachen pflanzen, weil ich glaube, die brauchen wir nämlich auch für andere Sachen. Wir haben ja genug Geld. So, die Lilly. 76%. Okay. Das bedeutet, wenn wir das nächste Mal von Feinden angegriffen werden und das keine Krabben sind, können wir die Feinde in Frösche verwandeln. Dazu... Oh, guck mal. Er sieht schon ein bisschen königlich aus, der Kleine, das muss man sagen. Mit dem neuen Umhang und dem mächtigen Zauberstab. Er hat sich's aber auch verdient. Das stimmt, also er gibt sich echt Mühe. Ich muss noch ein paar Karotten pflanzen. So, mach's gut, Lilly. Tschüss. So, die Schäfchen sind gefüttert. Ich pflanze jetzt doch noch Blumen, weil das Saatgut kostet nicht so viel wie die Blumen selbst. Und von daher, ein bisschen Kohle ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, die Zeit vergeht sowieso, da können wir es auch effektiv nutzen. So, jetzt müssen wir auf Feindangriffe warten. Und danach entweder auf Krabben, dass wir Krabbenbeine finden. Ich könnte natürlich jetzt Moon rufen, dann könnten wir zu dem Planeten von Goliath fliegen. Und dann könnten wir eigentlich damit weitermachen. Das Problem ist allerdings, dass ich dann wieder zurück muss, weil uns fehlen noch ein paar Sachen. Vertrau mir einfach. Aber müsst ihr mir einfach mal vertrauen. So, was habe ich denn hier? Ich habe hier Gulliver-Trank. Genau, den brauche ich. Dann brauche ich noch einen anderen Trank. Mal gucken, was ich noch machen kann. Gegenmittel, den Gulliver-Trank brauche ich. Dann gibt es noch 2 andere Tränke. Einen, den brauche ich noch. Okay, hier haben wir alles fertig, wunderbar. Hier fehlen noch ein paar Sachen, das kommt aber wahrscheinlich noch. Wenn überhaupt, man weiß es nicht unbedingt. Muss nicht unbedingt was bedeuten. Kann auch sein, dass es einfach nur ein Platzhalter ist. Was will ich denn noch pflanzen? Ja, Karotten. Ich habe da nicht so viele. Und was essen muss ich auch. Ja, nehme ich nochmal ein paar Kirschen. Nochmal ein bisschen Ankmais. Der ist gesund, der ist lecker. Und noch ein Nee, den will ich aufheben. Und noch eine Milch. Super. Na komm. Ja, nicht auf mich. So, und Salat habe ich bekommen.
aus dem Meteoriten. Okay, Monster. Super, perfekt. Das sind die Krabben. Die brauche ich eigentlich. Die will ich nicht in Dingsbums verwandeln. Weil die nämlich Krabbenbeine hinterlassen. Die Frage ist, wie viele? Zwei. Einer. Wie viel brauchen wir denn? Fünf brauchen wir. Na super. Na gut. Dann ist das so. Wir müssen noch einmal von Krabben angegriffen werden und von anderen Monstern. Das ist eigentlich ganz super. Und wir können Level absteigen. Allerdings wollte ich noch mal in die Mine. Das passt noch. Ein Mörchen nehme ich noch. Jetzt kommst du an. Ich bin da noch gar nicht so weit. Die fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Ja, das weiß ich. Warte mal. Pflanzenmutationstrank benutze ich einfach mal. Den kriege ich nämlich, glaube ich, auch von der Lilly beigebracht. Gullibertrank, Unsichtbarkeitstrank. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich brauche. Aber safe is safe. Also sicher ist sicher. Deswegen würde ich den das einfach gerne mal abkaufen. Was ich habe, habe ich. Da bin ich mir nämlich selbst nicht so ganz sicher. Ja, Larven habe ich mehr als genug. Nö, verkaufen muss ich aktuell nichts. So. Bedeutet, wir warten jetzt die Minute, bis der Herr Locke weg ist. Und dann geht's weiter, ne? Es ist echt einfach ein Mutz, es ist ein Ohrwurm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da nicht anders und muss da echt mit fiebern. So, schlafen wir mal, damit wir ein Level abbekommen. Der Locke ist ja da, von daher mache ich mir keine Gedanken. So, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Machen wir mal Beweglichkeiten. Kann die Yuki und da unten links die Bomben, wie sie uns einfach in Karotte klaut. Wir müssen auch in die Mine. Das ist cool. Super. So, wunderbar. Passt eigentlich, dass wir jetzt in die Mine gehen, weil wir können da neue Kristalle abernten. Wir können da auch was anderes. Wir können da jetzt unseren Weg auch weitermachen. Das ist super. So, erstmal Kristall, das ist natürlich wichtig. So, Metall, Kristall, Stein, Stein, Kristall. Kristall und Stein und Malerstein. Okay, so. Hallo? Genau, dies ist das Kristallherz von Dayland. Genau, wir haben jetzt das Kristallherz freigeschaltet. Machen kann man damit nichts, aber das will die Dämonenspinne haben und wir müssen das beschützen. Unser Schicksal ist auch mit diesem Kristallherz verbunden und deswegen wachsen hier überall so diese Kristalle. Allerdings nur wir sind die Auserwählte, der Kristall hier wegbewegen kann und daher ist der Kristall an den Planeten gebunden. So sieht's aus. Ja. Und ja, das war die Mine. Nippom. Bom, 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 bom. Oh, das kleine Eichhörnchen ist goldig. Und ein Vögelchen. Eieiei. So, ich will mal gucken. Vielleicht kann ich da noch einen Quest triggern. So, Lilly, hast du uns noch was zu sagen? Ich will mir sicher sein, dass du weißt, wie man den Zauber richtig einsetzt. Bring mir drei Frösche.
die durch den Zauber verwandelt wurden. Okay, ich kümmere mich um die nächsten Monster, die auftauchen. Das bedeutet, wir müssen jetzt verwandelt drei Monster in Frösche und bringen sie zu Lilly. Das wird ein Spaß. Na gut, wollen wir mal gucken, wie lange das überhaupt dauert. Und vor allem, was zuerst angreifen wird. Wenn das jetzt Krabben sind, dann würde ich sagen, besiegen wir normal erstmal. Dass der Bram auch seinen Questwunsch irgendwann erfüllt bekommt, weil der steht jetzt ein bisschen hinten an. Und jetzt können wir eigentlich auch nichts machen, außer abwarten und hoffen, dass wir von Monstern angegriffen wurden. Werden, nicht wurden, Entschuldigung. Jo. Wenn ich das gewusst hätte, dass man das Kristallgebet manuell ausschalten kann oder abbrechen kann, das hätte mir so einige Wartezeit... Wow! Die hat sich aber echt selbst gut genährt, die Henne. Naja, auf der anderen Seite sieht man auch, dass unserem Planeten so gut geht, dass er auch die Tiere füttern kann, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Das spricht doch eigentlich auch für einen guten Planetenhüter. Habe ich da jetzt was gebackt? Okay. Das ist lustig. Das ist lustig gewesen. Zum Glück hat der Meteor nichts kaputt gemacht. Das ist aber lustig gewesen. Doch, das muss man sagen. Schön. Aber das auch im Let's Play. Wunderbar. Schön, 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 schön. So, jetzt ist noch mal ein bisschen Ankmais. Ich meine, der gibt gut. Wächst auf Bäumen. Kann man nicht meckern. So, uns geht's gut. Frisches Level abbekommen. Das ist wunderbar. Kann nur ein Gebet machen. Aber das brauche ich nicht. So, wir können hier Frosch auswählen. Können wir hier vielleicht auch Hühner? Das wäre natürlich super, aber ich glaube, das können wir nur bei Monstern machen. Ja, das geht nur bei Monstern. Schade. Das hätte ich bei Hühnern in Frösche verwandelt. Jo, wir müssen die Monster ein, zweimal anhitten. Und dann geht's denen auch ganz gut. So, damit das jetzt irgendwann mal auch in einem Rhythmus drin ist. Das ist ein bisschen buggy, aber es ist okay. Das sind lustige Bugs. Die machen das Game nicht kaputt, die sehen nur optisch ganz lustig aus. Von daher kann man da schon mal. Jo. Ich glaube, ich muss die Moon rufen. Und ihr Bescheid geben, dass wir das gemacht haben. Moon, es klappt. Radar das Signal empfangen. Es sieht aus, dass ein Versteck nahe ist. Lass uns sehen, was es da gibt. Mache ich aber ein andermal. Glaubt mir, ich will da jetzt nicht tausendmal hin und her reisen. Daher ist es eigentlich ganz super gewesen, also für euch zumindest. Vielleicht ein bisschen mies, weil ich euch jetzt ein bisschen teaser. Aber da müsst ihr mir einfach vertrauen. Und wenn ich euch dann, wenn ihr das dann seht, werdet ihr es verstehen. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe und genau diese Probleme halt hatte. Hab nämlich den Planeten von Goliath auch tausendmal besucht, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass ich die ein oder andere Quest vorher vielleicht hätte machen sollen. Damit der Planet von Goliath einfach schneller ready ist. Weil da wimmelt es auch von Monstern. Und da ist halt immer ärgerlich, da tausendmal hin und her zu eiern. Jo, wir müssen von Monstern angegriffen werden. Am besten, ja, drei Monster in Frösche verwandeln, ein Frosch zum Locke bringen und wir brauchen noch einmal Krabbenbein. Ist eigentlich komisch, weil normalerweise müssten wir die Krabbenbeine erst bringen,
erst den Guido bringen. Der beschwert sich dann über faule Krabbenbeine. Und die hat die Yuki verputzt. Und deswegen hat die Bauchschmerzen. Eigentlich. Aber da das alles so leider zufallsbedingt ist, ist es immer so ein bisschen schwierig. Das macht es ein bisschen kaputt. Weil normalerweise ist das so, wir geben ihm die Krabbenbeine. Die wurden zu schnell schlecht. Das wussten wir nicht. Der Guido kriegt da halt Probleme. Deswegen brauchen wir auch später noch den, brauchen wir noch andere Sachen. Zum Beispiel den Gulliver-Trank. Und von daher geht das dann alles seine Wege. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht so viel vorher klauen. Aber der Guido, der kommt, das ist jetzt schwierig. Naja, auf jeden Fall, so würde die Quest dann aussehen. Und dann müssen wir dem halt so einen Gulliver-Trank geben. Dann wird er wieder groß, weil er irgendwie, ach, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Aber glaubt mir, die Vorbereitungen, die ich hier habe, sind es wert. Das macht nämlich einige schneller. Also bevor du dich selbst fütter, zum Platzen bringst, hole ich mir das Ei. Wenn die nämlich noch eine runterfallende Sache ist, lässt sie ein Ei da liegen, ohne dass ich es weiß, und dann verpufft das. Und das muss nicht sein, das muss nicht sein. So, wir könnten eigentlich noch ein paar Blümchen pflanzen, aber den Blümchen geht es eigentlich gut. Ja, jetzt ist das Wartespiel wieder groß. Machen wir beim nächsten Part. Also dann, Leute, macht's gut. Ciao.